Ihr habt schon am Titel lesen können, heute geht es wieder an einen verlassenen Ort. Und ich muss jetzt schon sagen, ne, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann wird das zu 100% die interessanteste Folge, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Das heutige Lost Space kommt sogar tatsächlich nicht von mir, also ich habe nichts rausgesucht oder so, sondern das Ganze kommt von einem Zuschauer, aus einer Insider-Information. Er meinte auf jeden Fall zu mir, ich soll da unbedingt hin. Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt, die er selber da geschossen hat, als er da selber unterwegs war. Und ich sage euch so, wie es ist, das ist diesmal wirklich ein ganz, ganz anderes Lost Space. Es ist nicht nur einfach ein altes Gebäude, sondern... das ist ein altes Bordell. Es ist zwar ein Haram-Place, aber in dem Sinne, weil da nicht mehr gearbeitet wird, ist das Ganze halal und wir können da ganz entspannt rein. Was an dem Lost Place halt übertrieben interessant ist, da ist noch alles eingerichtet. Also da ist noch Theke, da sind noch Zimmer, da sind noch irgendwelche anderen Sachen, da liegen noch irgendwelche Akten, die man lesen kann. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant heute, deswegen will ich euch nicht allzu lange aufhalten. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Bevor es losgeht, haue ich mir ganz kurz eine Proteinstärkung rein. Geil. Hierbei geht es auf jeden Fall um den nagelneuen Proteinriegel, der am Samstag um Punkt 11 Uhr erscheinen wird. Hier seht ihr auf jeden Fall auch nochmal die Konsistenz. Das ist einfach ein Proteinriegel mit 20 Gramm Eiweiß. Und nochmal ganz wichtig zu erwähnen, am Samstag um Punkt 11 Uhr gibt es nochmal 40% obendrauf zu jeder Bestellung mit dem Code Denison. Deswegen viel Spaß beim Bestellen und jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Ihr seht selber, das Ding ist komplett zugewachsen. Bei mir ist immer das Problem bei so Lost Place, ne? Vor allem weil das jetzt auch ein Bordell ist, ein verlassenes Bordell, habe ich mal flattern, dass es irgendwie noch, keine Ahnung, so nach 20 Jahren der Zuhälter, dass ich dachte, komm, ich muss noch irgendwas abholen, weißt du? Und genau in dem Moment sind wir da und gucken gerade irgendwelche Sachen durch. Aber es wird geil. Warum sagst du mir nicht, dass das grün ist, Teuge? So, Schulterblick war auch drin. Ich muss einmal ganz kurz auf die Toilette, Jungs. Einmal bitte auf meinen Reisepass aufpassen. Bitte keine Scheiße bauen, wir fahren sie jetzt an. 3, 2, 1, Stopp. Ja, ging nicht, ne? Ich hab die ausgemacht. Wir sind auch tatsächlich nur 5 Minuten entfernt, ne? Also ich habe die alte Adresse eingegeben. Ich mache mir die ganze Zeit schon Gedanken, ne? Bruder, ich bin kein Einbrecher, ich war noch kein Einbrecher. Aber heute muss ich einbrechen, Digga. Deswegen muss ich mich heute konzentrieren. Wir dürfen nicht auffallen. Habt ihr eine Toilette? Ist mir scheißegal. Halt sie mal ganz kurz. Ich bin sofort da. So, ich bin fertig, Jungs. Okay, laut Navi sind wir da. Wir sind genau an dem Punkt, wo wir auch letztes Mal waren. Jetzt schaue ich mir gleich einmal das Foto an, damit wir genau wissen, wo das ist. Weil ich habe da eine Kirche gesehen in der Nähe. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen nach der Kirche orientieren. Oh, Bruder, sorry. Oh mein Gott, was ist das? Was hast du für eine Sehschwäche? Ich wollte gerade Sehbehinderung sagen, aber was hast du für eine Sehschwäche? Oh mein Gott, Bruder, das geht gar nicht. Sägewerk. Wir sind auf jeden Fall jetzt da. Problem ist, ich habe auch das Haus direkt erkannt. Also das Haus ist komplett zugewachsen, man kommt da vorne gar nicht mehr rein. Man kommt halt nur noch durch den Hintereingang rein. Aber hier sind halt sehr, sehr viele Wohnungen, ne? Ich glaube, jeder kennt das. In jeder Nachbarschaft sind immer Nachbarn, die sehr aufmerksam sind. Und die können wir eigentlich heute gar nicht gebrauchen. Also die Omas, die aus dem Fenster gucken, 24 Stunden lang. Bitte bleibt einfach im Wohnzimmer. Guckt nicht raus. Euch können wir nicht gebrauchen gerade. Und ich würde auch sagen, wir dürfen jetzt nicht zu auffällig mit der Kamera sein. Weil das Ding ist, wenn die Leute dann sehen, dass wir mit der Kamera sind, wissen die, okay, hier ist mehr als nur ein Schulprojekt am Laufen. Tolga, wir warten hier. Was kennst du, das fängt immer so an. Lass mal erst mal vorbeigehen, als wäre nie was gewesen. Oh, cool. Grundstück. Ich check das erstmal hier kurz ab. Also das Haus sieht auf jeden Fall schon mal weniger belebt aus. Also ich glaube, die Leute sind alle beschäftigt. Ach du Scheiße, ist ja komplett zugewachsen. Tolga, 10er, wenn du reinkommst. Frage ist nur, wie kommen wir rein? Das ist sehr schwierig. Dann gehen wir einmal wieder zum Auto und versuchen es von dort aus. Wir haben einen perfekten Eingang gefunden. Ich würde sagen, jetzt passt das nichts, ne? Einfach reingehen. Sagst du? Einfach schnell rein. Ja, dann komm. Wohnung. Ach du Scheiße. Hier können wir nicht durchlaufen. Das Problem ist, genau rechts, ne? Also da sind überall Wohnungen. Also selbst wenn einer jetzt kurz eine Zigarette raucht auf dem Balkon, da sieht er uns. Weißt du, was das Problem ist? Komm ein bisschen her, hinter die Ecke. Wir wissen halt nicht, wie weit wir gehen müssen. Ja, das auch. Weißt du, wie ich meine? Aber das ist, glaube ich, alles zu. Meinst du auch bis da rein? Ich weiß ja nicht, wo der Eingang ist. Das ist das Problem. Ja. Das ist halt das einzig Schwierige. Das Haus ist höchstwahrscheinlich auch offen. Aber wir müssen erstmal den Weg finden, um da reinzukommen. Und wir wissen halt nicht, okay, wo ist die Tür, wo wir reinkommen. Oder beziehungsweise, wie weit ist die entfernt. Oh, dieser Hund scheißt so rein, ne? Ich glaube, die Tür wird nicht auf sein. Was sagst du? Ah, oh, mein Fuß. Mein Fuß. Oh. Boah, ich hab einen Krampf, geh mal schnell vor. Geh einfach durch, da kann nichts passieren. Nächster Cut, du guckst Polizei. Noch am Balkon, ne? Das Fenster auf. Hä? Das ist noch am Balkon, das Fenster. Ich könnte mir da vorne die Zähne zeigen, ne? Wir gehen jetzt auch ganz schnell durch. Guck mal kurz, ob der mal ist. Wo gerade die Flair ist. Hä? Also Hölle? Aber es haben irgendwelche Leute reingezeichnet. Er meinte, die Klingel geht noch.
Nee, die geht nicht. Ach, hier ist die Theke. Wir müssen das Ganze schnell machen, weil ihr seht hier, es ist einsturzgefährdet. Ich hoffe, hier sind keine Ratten. Boah, sieht aber krank aus. Guck mal, hier ist halt noch alles eingerichtet, ne? Guck mal bitte, hier sind einfach noch Gläser. Seht ihr das? Einfach noch Servietten. Irgendjemand hat bestimmt hier noch seine Rotze drin. Da ist sogar ein Beleg, da steht eine Nummer drauf, 0162. Ich weiß nicht, was das für ein Beleg ist. Visitenkarten sind auch sehr viele. Und es ist halt alles schon gut verrostet, verschimmelt. Die Sessel sind auch schon alle verbrannt. Und sehen halt auch nicht mehr so aus, als würde man die verkaufen können. Ey, hier liegt eine Zigarette noch. Ey, und ein Kondom. Digga. Da ist doch die Verpackung. Haben die es hier getrieben, oder was? Was ist das für ein Brief? Finanzamt. Gebühren, Bezugszentrale. Hier sind halt auch noch ungeöffnete Briefe, ne? Das ist typisch meine Wohnung. Ich mache Briefe nicht auf, weil ich mir denke, Kopfschmerzen rein. Hier liegt auch unten einfach ein Schuh. Postzustellungsort. Boah, da ist auch alles drin, ne? Krank. Oh, guck mal, Strafbefehl. Warte, 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 sei ruhig. Position ungenau. Oh. Warte. Hä? Warte, warte. Warte, wollen wir erstmal die anderen Räume abchecken? Hier ist der Wohnbereich. Also Wohnzimmer wahrscheinlich. Boah, da liegen aber ganz schön viele Flaschen. Der Kronleuchter ist auch nicht mehr heil. Kühlschrank ist auch offen. Das Problem ist, ich glaube, hier sind halt aber auch sehr viele Jugendliche, ne? Man sieht das auch. Also ich glaube, viele Sachen sind doch relativ frisch. Aber die meisten Sachen sind doch von damals. Zum Beispiel Wodka. Hier haben wahrscheinlich irgendwelche Leute gefeiert. Aber guck mal, wie das zugemüllt ist, Digga. Das ist krank. Hier ist auch überall irgendwas hingeschrieben. Man kann es aber auch kaum lesen. Hier ist einfach ein Spiegel. Aber mich wundert es, dass hier keine Mäuse sind, ne? Aber das ist auch so eine Sache, die verstehe ich nicht. Junge, warum muss man im Lost Place reinscheißen? Und das Problem ist, die Leute hinterlassen halt auch ihren Müll. Ich denke mir mal, Junge, nimm das mal mit, damit wir halt hier entspannt arbeiten können. Jungs, das ist eine Machete. Spaß. Ist das ein Durstlöscher? Das Ding ist, der Durstlöscher kann tatsächlich sogar älter gewesen sein. Weil das ist mir nicht bekannt. Also sieht auf jeden Fall alt aus. Junge, teurer. Wenn du willst. Sag dir Nachbarn Bescheid, wir treffen uns hier um 16 Uhr. Guck mal, ey, hier ist sogar noch ein ganz alter CD-Rekorder, ne? Guck mal, der ist ganz, ganz alt. Digga, ich frage mich allgemein, was hier alles passiert ist, so, ne? Ihr müsst euch vorstellen, dieses Bordell ist halt über Jahre her, also seit Jahren verlassen. Soweit ich weiß, sogar seit 20 Jahren. Und ich weiß halt aber auch nicht, wie lange das hier so mäßig in Betrieb war. Aber hier sind wahrscheinlich sehr viele Sachen passiert. Also es ist halt ein Bordell, ne? Das heißt, hier hatten die ein oder anderen Leute ihren Spaß. Target-Training. Auf die Figur wurde auch geachtet. Tolga ist wie Dings, Steuerberater. Er liest die Briefe einfach. Er denkt, ich Bruder, Privatsphäre war gestern. Nicht, dass du gleich noch überweist die Rechnung. Strafbefehl. Strafbefehl? Wegen was? In der Absicht, sich vom Säge der Herr bla bla bla, einem anderen, sich oder einem anderen einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt zu haben, dass sie durch Vorspielung falscher Tatsachen eine Irrtum erregten. Sie kauften bei der Firma in Bad Segeberg Einrichtungsgegenstände im Wert von 1943 Euro, nee, D-Mark. War da wieder, wenn der Typ vorlesen konnte, ne? Das Ding ist, die Fläche ist halt aber auch nicht so groß, habe ich das Gefühl. Da ist auf jeden Fall so ein Satanistenzeichen. Oh mein Gott, ist das Blut? Guck mal kurz dahin. Das sieht aus, als wäre das Blut. Auf jeden Fall ein Satanistenzeichen. Das sind Schließfächer. Ich glaube, da haben vielleicht die Prostituierten damals ihre Sachen reingetan. Also ihre Wertgegenstände. Ich glaube, die hatten hier auch diesen Raum, wo sie so ein bisschen Kaffee getrunken haben, weißt du? Ja. Morgens Kaffee mit Zigaretten für den Mund gebracht. Da ist auf jeden Fall zu viel vorgestellt, wir können da nicht rein. Ach, das ist das Badezimmer. Geh mal rein. Hier war noch eine Toilette, ich meinte doch. Boah, das Ding stinkt nach Scheiße. Da kann man nicht viel zu sagen. Badewanne, Waschbecken, Toilette, ein Regal für Shampoo und so, Spiegel. Mhm. Und das war's eigentlich. Also nichts Besonderes. Das erinnert mich ein bisschen an meine 2019er Zeiten. Tür eingeschlagen. Ach, das ist ein Schlafzimmer. Boah, hier stinkt es aber echt nach Scheiße. Also die Luft hier ist echt sehr, sehr schwach. Also sehr schlecht. Ich habe Bücher. Das Ding sah mal aus wie ein Bett.
Also hier ist halt wirklich fast alles komplett weg, ne? Also alles sehr, sehr unordentlich. Heizung steht auch mitten im Raum. Also heizen wollte ich auf jeden Fall dieses Jahr niemand. Aber bei den Preisen würde ich es auch nicht machen. Das ist alles so Dings. Gerichtszettel? Gerichtssachen. Man weiß halt nicht, was hier passiert ist, so vor 20 Jahren, ne? Also ich weiß auch nicht, ob der Typ immer noch lebt oder ob der schon verstorben ist, ob der schon im Gefängnis ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier wohl ein bisschen was passiert. Guck mal, hier ist sogar noch ein ganz altes Portemonnaie. Du Schlucker, der hat nicht mal Geld gehabt. Wenn mich irgendwann fragen sollte, was hast du da drin gesehen? Ich würde sagen, zu 90% nur Alkohol, ne? Ich würde sagen, wir versuchen nochmal hochzugehen. Und wenn wir oben sind, schauen wir uns das nochmal an. Und danach gehen wir wieder raus. Gehen wir hoch, ich komm gleich. Ey, so gehe ich um 3 Uhr morgens, wenn meine Mutter schläft. Ach, hier ist das Bett. Oder das Zimmer, besser gesagt. Guck mal, es waren immer ganz, ganz kleine Zimmer, wo die Prostituierten dann quasi mit ihren Kunden waren. Oh, das Badezimmer ist kaputt. Ich glaube, hier hat jemand seine Tasche vergessen. Guck mal, hier sind halt übertrieben viele Platten, ne? Also wenn man überlegt, zu unserer Zeit, also zu unserer Generation oder die Generation, die jetzt aufwächst, die kennt sowas wie Platten gar nicht. Was haben die hier denn für Platten? Heartbreak, 14 Love Songs. Alles, was hilft, gesund zu bleiben. Wir empfehlen Männern, die folgende Untersuchung regelmäßig zu nutzen. Die Kosten dafür übernimmt ihre Krankenkasse. Das Problem ist, hier ist halt wirklich alles komplett verwüstet. Also, man kann hier nicht mehr wirklich was sehen. Nicht so laut. Ja, noch hast du Elefantenstiefel an oder was? Oder lass hier durch, hier rechts durch. Geh hier durch, ja. Dann direkt zum Auto. Ja. Nee, Bruder, zum Nachbarn. So, Freunde, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch auf jeden Fall so einen kleinen Einblick zeigen. Ich muss sagen, ich habe das bei den ein oder anderen Leuten gesehen. Aber klar, wenn man selber vor Ort ist, ist es natürlich wieder ein bisschen was anderes. Wenn man jetzt so von unten betrachtet hat, ne, also die erste Etage, da war ja die Theke, da war so der Wohnbereich und was war da noch? Und noch ein anderer Raum und halt Badezimmer. Oben zum Beispiel waren halt die Zimmer. Das heißt, unten sind die Leute wahrscheinlich reingekommen. Viele konnten wahrscheinlich auch einfach bei der Theke irgendwas trinken. Aber wenn du halt deinen Spaß haben wolltest, konntest du halt hochgehen. So, und da war halt so mäßig alles, ne? Da waren die Zimmer und so. Und ich fand es halt schon sehr interessant. Also man hatte quasi so einen kleinen Einblick, wie die Leute da damals gelebt haben. Deswegen, ich bin gespannt, was uns auf jeden Fall auf der Reise noch erwartet. Schreibt eure Sachen rein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich muss echt sagen, wir waren anfangs sehr angespannt, aber wir haben es gut gemacht. Wir sind schnell reingegangen, haben schnell alles abgefilmt und hatten quasi den perfekten Einblick. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Adios, amigos. Wir gehen jetzt wieder zurück, Digga.